verstehe es nicht. Er geht immer komplett in die falsche Richtung, wie ich ihn eigentlich haben will. Oder wie ich ihn brauche. Drecksvieh! Soweit ist. Du hättest das gerade easy geschafft? Nein, hätte ich nicht. Ja, doch. Nein. Das ist unmöglich. In drei Zügen. Hoch? Ja, wenn ich jetzt hochgehe, geht er kaputt. Wieso geht der kaputt? Ja, dann wird er hier teleportiert und knallt gegen die Mauer. Dann ist er tot. Ein rüber und dann. Zwei rüber und ein hoch. Andere Seite. Dann ist er auch alle fit auch gegen die Mauer, ist auch tot. Kann ja nichts machen. Der ist nichts mit locker geschafft. Hier, zack, zack, tot. Bringt mir ja nichts. Ach scheiße, der weicht zu schnell jetzt. So, 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 so. Wir müssen ein bisschen an Naruto. Ich weiß es echt nicht. Ich meine, wie blöd sind denn die beiden Hasen hier? Dass die echt sagen können, ey, weißt du, ich mache jetzt diesen Move und dann kannst du in Ruhe diesen Move machen oder sowas. Nein! Ey, bleib doch einfach da, wo du bist. Ja, okay, ich bleib da, ich bewege mich. Ja, machen wir es so. Nein, das ist viel zu intelligent. Mann, ich bin so dumm. Kaputt. Bam, ich kann nur den Weg nach oben gehen hier in diesem Moment. Und jetzt kann ich auch nur den Weg zur Seite gehen. Mehr Möglichkeiten habe ich hier nicht. Ich kann jetzt auch hier in dem Moment auch nur zur Seite gehen. Andere Möglichkeiten habe ich nicht. Ich kann wegen dem Hasen da oben nicht zur Seite gehen, sonst geht er kaputt. Das heißt, ich kann nur runter gehen. Jetzt bleibt mir keine andere Möglichkeit, außer nach links zu gehen. Jetzt bleibt mir auch keine andere Möglichkeit, als nach oben zu gehen. Das sind bis jetzt die logischen Reihenfolgen. Jetzt habe ich hier keine andere Möglichkeit, außer einmal nach unten zu gehen, aber es... Dann gehe ich die ganzen Wege zurück. Das bringt mir alles nichts. Also, das war bis jetzt der einzigste logische Weg, den wir bis jetzt gehen konnten. Okay, das heißt, das rückwärts gehen hat keinen Sinn. Das heißt, wir gehen jetzt rüber. Das könnte ich natürlich
holen. Rüber. Hoch, kaputt machen, kaputt machen. Das mache ich ja genauso, wie ich es vorher gedacht habe. Ja, gemacht habe. So, bis hierhin können wir keine anderen Wege einschlagen. Bis hierhin, zu diesem Punkt, keine anderen Wege. Können wir nicht, es geht einfach nicht. Wir könnten jetzt eins runtergehen. Dann könnten wir aber mit dem Schwarzen nicht mehr eins nach links rübergehen. Wir könnten mit dem weißen Hasen aber nicht nach rechts gehen. Ergo, nach unten würde jetzt keinen Sinn ergeben. Das heißt, wir können jetzt entweder, das können wir im Endeffekt in dem Moment nach links oder nach oben. Was beides den gleichen Effekt hat. Nach oben, kaputt mal. So. Da ich das jetzt kein habe, kann ich jetzt noch einen nach unten machen. Na, den jetzt noch machen zum Beispiel. Den hier machen. Runter. Bam! In your face! It seems like I recall that now. This world? Nah, you're dreaming. Are you sure? Maybe we came here before. Don't talk like that. You'll be accused of being a demon in a past life. Oh, wir sind schon beim letzten jetzt. Nicey. Oh, hier haben wir fast alles außer die 2-5 mit dem Haken haben wir es noch. Wir haben noch kein Steinchen. Hier fehlt uns die 2 und die 5. Hier fehlt uns die 1, 4 und 5. Und hier fehlt uns die 4 und 5. Okay. Jetzt scheint es sich langsam zu normalisieren. Aber anscheinend waren sie schon mal hier. Wie ich das mitbekommen habe. Runter. Runter, rüber. Bringt nichts. Scheiße. So, wir können also nur runter. Jetzt rüber. Ja, machen wir so. Geht ja auch. Scheiße. Okay, es geht nicht. Rüber, bumm. Hoch, runter. Bam, kaputt. Rüber. Rüber. Und jetzt hoch. 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 Rüber. Kaputt gemacht. Aber schlecht. Was willst du? Zügen. Ah, okay. Ich weiß wie. Ja, ich hatte es ja auch gerade. Nur, jetzt müssen wir kurz gucken. Nee. Hat's ja auch gerade. Ich wollte nur gucken, ob ich das auch in der richtigen, in der Anzahl mache. Vielleicht kurz. Okay, ja, warte, jetzt habe ich sie ja. Okay. Machen wir neu an. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Na gut, zwei weniger. Okay. Ah, okay. Gut, jetzt habe ich leider ein paar Schritte zu viel gemacht. Kann ich nochmal zurückgehen?
Das hier? Das hier? Okay. Ach. Doof. 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 Okay. Hoch. Aber. Guck mal. Ja, geschafft. Super. Geil. Da geht nun kaputt. Die muss runter. So, mal runter. So, mal runter. So. 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 Zur Seite. Nein, zur Seite bringt nichts. Wie soll ich denn da hinkommen? Ich kann jetzt nur noch nach oben. Dann mal eins rüber. So. Zur Seite mal gehen. Hier runter, da hoch. Auf die Seite gehen. So. So. Und nicht festfahren. Das kann ich zum Beispiel machen. Ich kann erstmal nur runter. So. Den kann ich nicht platt machen. Ich habe nur 2 von 3. Das heißt, ich muss den erstmal gewaltig rüberkriegen. Ich krieg ihn da nicht rüber. Ah, okay. Gut. Wow, bam, wieder 18. We can win this now. There's only one way. If we bond, I'll be in your head forever. Are you trying to change my mind? Jetzt sehen irgendwas anderes. Wow, was ist jetzt los? Wir sind Phoenix oder was? We won! And that's just the beginning. The story of Elden Continuum Siphon Spirit. Learn more at www.khalifa.games.com. Thanks for playing! Woo, wir haben gewonnen! Yeah, wir haben Spirit of Elden durch. Ich habe den letzten Satz nicht lesen können. Aber gut, es ist voll cool. Das war das kleine, absolute Mini-Let's Play von The Spirits of Elduin und im Endeffekt ist das hier daraus geworden jetzt. Super cool. Hat richtig tierisch Spaß gemacht. Es ist ein lustiges kleines Minispiel. Die sind voll schnuppelig, wird die voll süß gezeichnet und sowas. Das ist echt niedlich gemacht. Hat mich tierisch gefreut, das mal so ein bisschen zu spielen. Hallo. Und ja. Habt ihr jetzt keine Mini-Let's Play mal schon durch jetzt hier, das ist ja auch schön. Bedanke ich mich fürs Zusehen. Ansonsten, wie immer, schreibt alles in die Kommentare. Ich werde auch auf der Kölnschi sein. Hoffe ich, werde euch einige von euch da treffen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich auch mal online. Tschüss!